Ja, schönen guten Morgen zusammen. Wir haben heute unsere fünfte Einheit insgesamt, unsere vierte zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu bestreiten. Und wir setzen heute nochmal fort mit dem Thema Geschäftsführung, was wir letzte Woche durchgesprochen haben, hinsichtlich der Frage, wie verteilt das Gesetz die Geschäftsführungsbefugnis und welche abweichenden Regelungen können die Gesellschafter treffen. Wir setzen heute damit fort, dass wir uns Gedanken machen über die Frage der Entziehung oder der Kündigung der Geschäftsführungsbefugnis. Und anschließend wenden wir uns dann dem Außenbereich zu, werden schauen, wie die Entscheidungen, die ebenfalls getroffen worden sind, umgesetzt werden durch die Stellvertretung. Und kommen schließlich zu dem Sonderfall der sogenannten Actio pro Socio. Wenn Sie sich erinnern, letzte Woche an die Regelung der Geschäftsvertretung, befinden wir uns also in den Paragraphen 709 folgende, hatten uns angesehen, dass 709, 710 und 711 die Verteilung der Geschäftsführungsbefugnis regelt. Und dann kommen wir zu 712, der die Entziehung regelt. Die Entziehung ist etwas, was nicht die Aufgabe ist, also es geht immer darum, dass es also die Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis gegen den Willen eines geschäftsführungsbefugten Gesellschafters. Die Voraussetzung dafür nennt uns § 712 und den sollten wir zunächst einmal lesen im Absatz 1. Dort heißt es dann, die einem Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur Geschäftsführung kann ihm durch einstimmigen Beschluss oder, falls nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen entscheidet, durch Mehrheitsbeschluss der übrigen Gesellschafter, entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Zweiter Halbsatz schließt dann an und heißt, ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung. Wir können demnach unterscheiden, dass wir uns zunächst einmal kümmern um den Anwendungsbereich, denn insoweit heißt es ja im Gesetzestext, dass es eine durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Geschäftsführungsbefugnis sein muss. Das Zweite ist dann, dass wir feststellen, es bedarf eines einstimmigen Beschlusses oder eines Mehrheitsbeschlusses, also ein formelles Erfordernis. Und schließlich brauchen wir noch einen wichtigen Grund. Das sind die Punkte, auf die wir eingehen sollten. Das Wichtige ist für Sie, auch wenn wir uns über Entziehung unterhalten, dass Entziehung etwas anderes ist als eine gegenständliche Beschränkung. Diese gegenständliche Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis, zum Beispiel auf bestimmte Geschäfte ab einer bestimmten Größenordnung oder bis zu einer bestimmten Größenordnung, die kann ich nur treffen in dem Gesellschaftsvertrag. Das ist keine Entziehung. Also Sie können sonst überlegen, ob Sie sagen, wir entziehen die Geschäftsführungsbefugnis für alle Geschäfte, die den Betrag von 100.000 Euro übersteigen. Das ist nicht der Fall, sondern entziehen heißt immer nur ganz entziehen. Es gibt keinen teilweisen Entzug. Was meinen wir dann mit dem Anwendungsbereich? Ich hatte gerade schon gesagt, das Gesetz formuliert ja durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur Geschäftsführung. Das Erste, was Sie sich in Erinnerung von letzter Woche damit vergegenwärtigen können, ist, wenn wir dritte Personen, also Gesellschaftsfremde haben, dann übertragen wir denen die Geschäftsführungsbefugnis, wenn denn überhaupt, aber durch einen Anstellungsvertrag. Das heißt also, hier sind wirklich nur die Gesellschafter gemeint. Die Besonderheit ist aber, dass es doch eine durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Geschäftsführungsbefugnis sein muss. Jetzt stellen Sie sich einfach einen Gesellschaftsvertrag vor, der gar nichts insoweit regelt, und dann greift subsidiär 709 mit unserer gemeinschaftlichen Geschäftsführungsbefugnis. Können Sie jetzt diese gemeinschaftliche Geschäftsführungsbefugnis, die ja nach dem Gesetz besteht, aufgrund einer Lücke des Gesellschaftsvertrags, können Sie die jetzt nicht entziehen? Wenn Sie den Gesetzestext ernst nehmen würden, wäre das der Fall. Es sei denn, Sie nehmen die etwas waghalsige Konstruktion, dass Sie sagen, diese Regelungslücke im Gesellschaftsvertrag ist quasi die Übertragung im Einklang mit 709. Wird aber kaum vertreten. Deshalb kämen Sie zu dem Punkt, dass Sie nur die Geschäftsführungsbefugnis entziehen könnten, wenn Sie den Gesellschaftsvertrag übertragen ist,
Das ist zwar der absolute praktische Regelfall, aber sie kämen zu einer Konstellation, die etwas skurril wäre. Sie überschreiben in den Gesellschaftsvertrag Pflichtweg 709 rein, übertragen, nehmen also die gesetzliche Regelung in ihren Vertrag und dann können sie jedem einzelnen Mitglied der Geschäftsführung seine Geschäftsführungsbefugnis entziehen. Wenn sie nichts reinschreiben, landen sie bei der gleichen Regelung nur Kraft Gesetzes. Und das soll jetzt die Konsequenz haben beim 712, dass sie nicht mehr die Geschäftsführungsbefugnis entziehen können. Und bitte denken Sie immer daran, wir unterhalten uns eigentlich über Fälle, so wie es die Regelbeispiele im zweiten Halbsatz andeuten, in denen wir eine grobe Pflichtverletzung als wichtigen Grund haben können. Also liegt es doch nahe, diese beiden Fälle nicht unterschiedlich zu behandeln, sondern wirklich gleich zu behandeln. Der Grund dafür ist einmal das, dass Sie gerade diesen Vergleich ziehen können zwischen den beiden Gestaltungen, die ich Ihnen genannt habe. Sie können aber noch anders argumentieren. Was wäre denn die Alternative, wenn Sie eine grobe Pflichtverletzung haben eines einzelnen Gesellschafters? Sie wollen den aus der Geschäftsführung ausschließen, aber Sie können nicht, weil er Kraft Gesetzes zur Geschäftsführung befugt wäre. Also Sie würden den Wortlaut des 712 Absatz 1 ernst nehmen. Die Konsequenz wäre dann, dass Sie die Gesellschaft kündigen müssten, auflösen und neu gründen, ohne den betreffenden Gesellschafter. Oder aber, wenn Sie eine Fortsetzungsklausel im Gesellschaftsvertrag haben, das heißt also, wenn Sie kündigen, wird die Gesellschaft fortgesetzt unter den übrigen Gesellschaftern, dann müssten Sie auch das machen mit der Konsequenz. Sie müssten aber den einzelnen Gesellschafter ausschließen, ganz aus der Gesellschaft, ihm also nicht nur die Geschäftsführungsbefugnis entziehen. Und daher ist es dann ein milderes Mittel, wenn Sie es zulassen, in Analogie zu 712, dass Sie ihm auch die Geschäftsführungsbefugnis entziehen können, die Kraft Gesetzes bestimmt. Wir können insoweit davon ausgehen, dass wir eine Regelungslücke im Gesetz haben, weil der Gesetzgeber, wie Sie an 712 mit diesem im Zweifel schon gesehen haben, davon ausgeht, dass die Gesellschafter selbst eine Regelung über die Geschäftsführungsbefugnis treffen. Das heißt also für unseren Anwendungsbereich, im Wortlaut finden wir zwar eine Beschränkung auf die durch Gesellschaftsvertrag übertragene Geschäftsführungsbefugnis, wir legen es aber erweitert aus und kommen dann im Wege der Analogie darin, dass das auch die Kraft gesetzesbestehende Geschäftsführungsbefugnis umfasst. Das formale Kriterium jetzt besteht darin, dass wir einen Beschluss benötigen. Und zwar sagt uns das Gesetz grundsätzlich mal einen einstimmigen Beschluss. Wir können es daran schon festmachen, dass wir sagen, es ist keine Maßnahme der Geschäftsführung, es ist ein Grundlagengeschäft, die Verteilung der Geschäftsführung. Und deshalb brauchen wir immer sämtliche Gesellschaften. Nicht nur die Geschäftsführenden, sondern alle Gesellschaften. Dem zustimmen. Und dann heißt es in der zweiten Alternative, wenn wir eine Mehrheitsklausel haben, dann die Mehrheit der Übrigen. Und dieses Übrigen verdeutlicht uns, dass der betreffende Gesellschafter, der ausgeschlossen werden soll, selber auch hier in der ersten Alternative nicht am Beschluss teilnehmen. Der Grund dahinter ist der, dass nicht nur ein Beschluss erforderlich ist, sondern dass das Maßgebliche, über das die Personen, die abstimmen beim Beschluss, entscheiden, die Frage ist, ob aus ihrer Sicht dieser wichtige Grund für die Entziehung vorliegt. Und jetzt hätte ja derjenige, der unmittelbar betroffen ist, die Möglichkeit, Richter in eigener Sache zu sein und den wichtigen Grund für sich selber zu verneinen. Das wollen wir eben gerade verhindern, deshalb stimmen nur die übrigen Gesellschafter. Kleine winzige Ausnahme haben wir noch, aber die ist ziemlich selbstverständlich. Wenn wir eine Zwei-Personen-Gesellschaft haben, und derjenige, der betroffen ist, nicht mit abstimmen darf, dann kann der eine alleine keinen Beschluss fassen. Sie erinnern sich,
Der Beschluss, dass ein mehrseitiges Rechtsgeschäft es geht alleine so nicht. Und dann genügt alleine die Erklärung dieses einzelnen Gesellschaftens. Das ist unser gesetzlicher Regelfall. Und jetzt sieht das Gesetz selber in 712 die Möglichkeit vor, dass der Gesellschaftsvertrag eine Mehrheitsklausel enthält. Und wenn Sie sich an die Besprechung zu den Mehrheitsklauseln von letzter Woche erinnern, hatten wir gesagt, eine Mehrheitsklausel gibt es in zwei Varianten. Es gibt einmal die allgemeine Mehrheitsklausel, die wir sehr restriktiv auslegen, nämlich nur auf das, was wirklich alltägliche Geschäfte sind. Und dann gibt es die qualifizierte Mehrheitsklausel, die zumindest den Beschlussgegenstand zum Minderheitsschutz in präziser Bezeichnung ist, zumindest abstrakt bezeichnet ist. Und hier brauchen wir eine solche qualifizierte Mehrheitsklausel, die eben genau diese Entscheidung nach 712 nennt. Nicht den konkreten Gesellschafter benennen muss, aber doch die Entscheidung, Beziehung der Geschäftsführungsbefugnis als solche benennen muss. Finden Sie inzwischen in allen Standard-Formularhandbüchern als Musterklausel vorformuliert. Das ist das absolut typische Beispiel dafür, dass Sie das benennen müssen. Und dann brauchen Sie eben die Mehrheit der übrigen Gesellschafter, das reicht die relative Mehrheit aus, grundsätzlich nach Köpfen. Nehmen Sie 709 Satz 2, das ist unser dominierendes Prinzip in den Personengesellschaften, aber der Gesellschaftsvertrag kann etwas anderes festsetzen, kann zum Beispiel die Beiträge unterschiedlich gewichten, so wie Sie Ihre Gewinnbeteiligungsrechte auch unterschiedlich ausgestalten können, so können Sie hier auch das Stimmrecht unterschiedlich ausgestalten. Sie nehmen aber mit, dass natürlich dieser Beschluss nur ein formelles Kriterium ist, weil das maßgebliche, über was der Beschluss gefasst wird, ist ja die Frage, liegt ein wichtiger Grund vor für den Ausschluss? Und das ist unser entscheidendes Kriterium. Und deshalb wird es sich meistens entscheiden beim wichtigen Grund. Und wenn wir da nochmal reinschauen in diesen zweiten Halbsatz, dann heißt es dort, ein solcher, also ein wichtiger Grund, der zur Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis berechtigt, ist insbesondere Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung. Und deshalb beginnen Sie immer, weil es insbesondere Ihnen immer Regelbeispiele anzeigt, beginnen Sie als erstes mit einer Prüfung der Regelbeispiele. Und als erstes haben Sie da die grobe Pflichtverletzung. Und bei Pflichtverletzung kennen Sie das, aber das Wort grob ist jetzt eher nicht so typisch in diesem Zusammenhang. Sie kennen ansonsten immer die Formulierung schuldhafte Pflichtverletzung. Aber das ist hier gemeint. Eine grobe Pflichtverletzung ist nur eine solche, die eine schuldhafte Pflichtverletzung ist. Eine Pflichtverletzung? Schauen wir in die Vergangenheit. Und wir entziehen die Geschäftsführungsbefugnis quasi nicht als Sanktion, sondern typischerweise deshalb, weil wir davon ausgehen, es gibt das Risiko eines Wiederholungsfalls. Es ist ähnlich, wie Sie es von der Kündigung im Arbeitsrecht kennen, keine Sanktion, sondern ein präventives Instrument, das dem Wiederholungsfall vorbeugen soll. Das zweite Regelbeispiel, die Unfähigkeit zur Geschäftsführung, ist etwas anderes. Es geht hier um etwas atypischerweise um Ursachen, die in der Person liegen, die nicht verschuldet sein müssen und die sich auch nicht in der Vergangenheit irgendwie in einer Pflichtverletzung niedergeschlagen haben müssen, sondern die lediglich die ordnungsgemäße Geschäftsführung künftig beeinträchtigen werden. Und da ist der typische Beispielsfall zum Beispiel, dass derjenige, der die Geschäftsführung obliegt, unter Betreuung steht. Das
wäre dann schon ein großes Problem, weil er nur mit dem Betreuer eine Willenserklärung abgeben könnte, nur daher an der internen Willensbildung mitwirken kann und dann ist er selber unfähig, er persönlich zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung, weil faktisch würde die Geschäftsführung durch den Vorbehalt auf den Betreuer über. Insofern sehen Sie, diese beiden Regelbeispiele haben unterschiedliche Stoßrichtungen. Einmal die Vergangenheit mit Vorbeugefunktion, einmal auch Vorbeugefunktion in Bezug auf etwas, was aber nicht notwendigerweise verschuldet sein muss. Sie können daraus ableiten, wenn keines dieser Regelbeispiele vorliegt, dass wir dann trotzdem noch eine Art Generalklausel prüfen aus dem ersten Halbsatz mit der allgemeinen Formulierung, dass der wichtige Grund vorliegen muss. Und was heißt jetzt wichtiger Grund? Naja, Sie müssen jetzt zwei Dinge sehen. Das eine ist, dass die Werbung Sie entziehen der konkreten Person die Geschäftsführungsbefugnis. Sie können daraus entnehmen, dass beide Regelbeispiele, sowohl die Pflichtverletzung mit dem Prognosegelimmel, als auch das zweite Regelbeispiel, auf die Zukunft schauen. Und daraus können Sie dann für den wichtigen Grund ableiten, dass die Fortführung der Geschäftsführung durch den konkreten Gesellschafter zum einen für die Mitgesellschafter unzumutbar sein muss und zum anderen auch noch, das ist meistens der gewichtigere Teil, der dann wiederum auf den ersten Teil reflexiv wird, dass halt eben die Interessen der Gesellschaft erheblich gefährdet werden. Sie können die Formulierung auch umdrehen, Sie können sagen, bei Fortführung der Geschäftsführung werden die Interessen der Gesellschaft erheblich gefährdet und damit die Interessen der Mitgesellschaft dann wesentlich beeinträchtigt. Insofern hängen diese beiden Punkte, die hier festgelegt sind, miteinander zusammen. Wie finden Sie das raus? Naja, das machen Sie so, wie Sie es auch von anderen Vorschriften kennen, die einen wichtigen Grund voraussetzen. Sie schauen sich natürlich immer alle Umstände des Einzelfalls an. Und was sind dann klassische Beispiele dafür, die eben nicht schon unter einem Regelbeispiel fallen, die aber trotzdem diesen wichtigen Grund erfüllen? Sie haben zum Beispiel die tiefgreifende Störung eines Vertrauensverhältnisses oder ein arglistiges, sittenwidriges Verhalten des Geschäftsführers. Letzteres wird typischerweise eine grobe Pflichtverletzung. Häufig kommt Ersteres vor, die tiefgreifende Störung des Vertrauensverhältnisses. Wenn Sie vertrauensvoll irgendwo zusammenarbeiten müssen, das müssen Sie tun, um einen gemeinsamen Zweck zu erreichen. Sie haben die Situation, dass der eine dem anderen nicht mehr traut, dann macht es in dieser personellen Zusammensetzung meistens keinen Sinn mehr, zumindest nicht auf der operativen Ebene. Es können nach wie vor beide Gesellschafter bleiben, beide am Gewinn beteiligt bleiben, aber auf der operativen Ebene ist das Ganze nicht mehr fruchtbar. Wo oder wie sieht das häufig aus in der Realität? Sie haben häufig Personen, die sich streiten, die meistens persönlich vorher kennen, die sich dann zerstreiten und meistens ihren Streit, den sie außerhalb der Gesellschaft haben, in die Gesellschaft hineintragen. Da gibt es Fälle aus dem komplett bunten Leben, das können Sie einfach so haben, dass Sie zum Beispiel eine Ehegattengesellschaft haben, die zum Beispiel zusammen ein Fotogeschäft betreiben. Und nun stellt sich heraus, dass der eine Ehegatte über Jahre hinweg fremdgegangen ist. Das führt natürlich zu einer tiefgreifenden Störung des Vertrauensverhältnisses der Partner untereinander. Und es bleibt nicht im persönlichen Bereich, sondern das zieht sich natürlich durch den gesamten Bereich und wirkt jetzt auch in die Gesellschaft hinein. Das kann zum Beispiel ein solcher Grund sein. Was Sie aber häufig haben, und das ist eine Besonderheit, manchmal gibt es am Anfang nur einen kleinen Anhaltspunkt. Es gibt einen kleinen Streit. Der führt dann aber dazu, dass sich spätestens, wenn es zu einem gerichtlichen Verfahren kommen sollte, über diese Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis, die Parteien ziemlich harsch bekriegen und sich auch gegenseitig anfangen zu beleidigen.
Das passiert spätestens, wenn Sie als Richter beide einladen und sagen, so, wir möchten uns das Ganze jetzt mal anhören. Und dann reicht es natürlich aus, dass Sie in der mündlichen Verhandlung noch feststellen, dass das Vertrauensverhältnis zerstört ist. Sie können sämtliche Tatsachen berücksichtigen, die sich bis zur Urteilsfindung des Gerichts abspielen. Das heißt, wenn der Streit am Anfang gar nicht groß war, aber in der mündlichen Verhandlung eskaliert, reicht Ihnen das völlig aus. Wenn Sie in den Schriftsätzen beleidigende Passagen finden, reicht Ihnen das völlig aus. Das heißt aber umgekehrt, falls Sie selber mal in einer solchen Gesellschaft sein sollten, lassen Sie das nicht eskalieren. Das bringt nichts, typischerweise. Sie sollten immer versuchen, die Sache auf einer sachlichen Ebene klein zu kochen und sachlich zusammenzuarbeiten und frühzeitig Lösungen zu finden. Wenn Sie so weit sind, dass beide Parteien, das ist häufig so in Zweiergesellschaften vor allem, dass beide Parteien einen Anwalt haben, dem Anwalt etwas erzählen, in dem guten Glauben, der Anwalt würde sie verstehen, das tut er auch meistens gegen ein gewisses Entgelt natürlich, und danach verschriftet der das Ganze, das kriegen Sie so nicht mehr aus der Welt. Und dann kriegt der andere schön über den anwaltlichen Schriftsatz zugestellt die schönen Beleidigungen, die der andere dem Anwalt erzählt hat. Das ist super. Und Sie wissen genau, was zurückkommt. Es steigert sich. Sie befinden sich ab jetzt in einer Spirale. Deshalb seien Sie da sehr vorsichtig. Als Tipp fürs eigene Leben. Wenn wir jetzt diese drei, oder eigentlich sind es zwei Voraussetzungen nach der Anwendbarkeit durchlaufen haben, also den Beschluss gefasst haben und ein wichtiger Grund vorliegt, dann muss das Ganze ja noch mitgeteilt werden. Denn die Entziehung ist ja eine empfangsbedürftige Erklärung. Sie gestaltet ja das Innenleben der Gesellschaft um. Sie muss also deshalb zugeben. Das können Sie unterschiedlich machen. Sie können denjenigen, der betroffener Gesellschafter ist, zu der Beschlussfassung laden. Er darf ja nicht mitstimmen. Dann ist er anwesend und bekommt den Beschluss mit. Oder aber Sie nehmen in Ihren Beschluss eine Erklärungsermächtigung auf für einen Gesellschafter typischerweise, der die tolle Botschaft an den Betroffenen überbringen darf. Jedenfalls müssen Sie sie kommunizieren, damit sie wirksam wird. Und dann kommt die Frage, was ist eigentlich die Rechtsfolge? Naja, das ist danach zu differenzieren, welche Gestaltung der Geschäftsführung Sie vorher hatten. Wenn Sie die Gestaltung hatten, dass mehrere Personen zur Gesamtgeschäftsführung oder jeweils zur Einzelgeschäftsführung befugt waren, dann subtrahieren Sie quasi nur diese einzelne, jetzt ausgeschlossene Person. Ansonsten ändert sich nichts. Wenn Sie allerdings, und das ist der Ausnahmefall, Einzelgeschäftsführung durch die betreffende Person, das ist also der einzige zur Geschäftsführung befugte Gesellschafter, seine diese Befugnis entzogen bekommen, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben im Gesellschaftsvertrag eine Auffangregelung, das wird aber nur sehr selten der Fall sein, oder Sie fallen wieder zurück auf den gesetzlichen Regelfall, der halt eben als Lückenfüllung im Zweifel gilt. Aber das ist wirklich der Sonderfall. Haben Sie dazu Fragen? Dann schauen wir auf die gegenläufige Richtung. Die Kündigung der Geschäftsführung. Sie erinnern sich daran, die Geschäftsführung ist nicht nur ein Recht des jeweiligen Gesellschafters, sondern es ist auch, am Ende von 104 gesprochen, es ist auch seine Pflicht, wenn sie ihm obliegt, hat er auch die Geschäfte zu führen. Und das kann, je nachdem, wie intensiv das Ganze zu erfolgen hat, wie tätig, wie stark die Tätigkeit der Gesellschaft ist,
kann das Ganze auch eine Belastung sein, in zeitlicher Hinsicht, von der man sich lösen möchte. Und deshalb gibt es dem Gesellschafter die Möglichkeit, selber die Geschäftsführungsbefugnis zu kündigen. Geregelt finden wir das als Gegenpart quasi zur Entziehung im 712 Absatz 2. Der Gesellschafter kann auch seinerseits die Geschäftsführung kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Dann kommt nur noch ein Nachklapp, der mit einer Verweisung auf das Auftragsrecht enthält, nämlich 671 Absatz 2 und 3 geltend entsprechend. Diese Kündigung ist also quasi der Gegenpol, weil angestoßen vom Gesellschafter selbst, nicht von den übrigen Gesellschaftern, zu der Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis. Was ist der Unterschied, wenn Sie nochmal reinlesen? Warum ist der Absatz 1 so viel länger als der Absatz 2? Es hat mehrere Gründe, aber einer davon ist, dass diese sperrige Formulierung durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur Geschäftsführung, über die wir uns beim Anwendungsbereich bei Absatz 1 unterhalten haben, im Absatz 2 überhaupt nicht auftaucht. Und jetzt können Sie sich fragen, was ziehe ich daraus eigentlich für Schluss? Sie können jetzt in zwei Richtungen überlegen. Sie können sagen, naja, bei Absatz 1 haben wir den Wortlaut nicht ernst genommen. Und wir haben ihn erweitert. Absatz 2, sagen Sie jetzt, fügt sich wunderbar ein, weil da steht diese Beschränkung gar nicht drin. Da brauchen wir also nichts einschränken, nichts zu erweitern, sondern die nehmen wir so, wie er im Wort steht. Auf der anderen Seite könnten Sie auch sagen, wir nähern das Ganze dem Absatz 1 an. Also kündigen kann ich nur die durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur Geschäftsführung, nicht aber eine Kraft gesetzesbestehende Befugnis zur Geschäftsführung. Dafür könnten Sie zwei Gründe anführen. Der eine Grund, der überzeugt mich nicht wirklich, ist die Tatsache, dass Sie behaupten, das ist wirklich nur ein Behaupten, dass die Geschäftsführung, die durch den Vertrag übertragen ist, eine größere Belastung darstellt als die lediglich kraftgesetzesbestehende Geschäftsführung. Das leuchtet schon dann nicht ein, wenn Sie schlichtweg in Ihrem Gesellschaftsvertrag einfach die Regelung des 709 Absatz 1 abschreiben. Ja, weil dann ist es für Sie völlig egal. Das, was Sie doch belastet, ist doch nicht die Frage, wo es drinsteht, sondern wie viel Sie zu tun haben. Und dafür ist es völlig egal, warum Sie das tun. Zum anderen leuchtet es auch deshalb schon nicht ein, wenn wir den Absatz 1 weiter auslegen, warum sollen wir dann den Absatz 2, wo das schon nicht beschränkende Element nicht drinsteht, warum sollen wir den künstlich dann einschränken? Das Einzige, was Sie argumentieren könnten, aber auch das überzeugt im Ergebnis nicht, ist, dass Sie sagen, 709 als gesetzliche Regelung ist nur eine Auffangregelung. Und ich kann jetzt nicht diese Auffangregelung kündigen, weil letztlich würde das darauf hinauslaufen, dass Sie quasi die Auffangregelung, die Sie im Gesetz haben, abbedingen. Und dann können Sie gleich was im Gesellschaftsvertrag machen. Es leuchtet doch aber auch nicht. Wenn Sie jemanden haben, der sagt, wir haben kraftgesetzlich die Regelung 709, alle gemeinschaftlich, und zwar nur gemeinschaftlich. Und einer sagt, ich kann aber nicht zustimmen, dann würde einer, wenn er jetzt nicht kündigen könnte, quasi die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit lahmlegen. Das darf nicht passieren. Und deshalb sagt die ganze herrschende Meinung auch, wir nehmen den Wortlaut so hin, wie es ist, wir brauchen kein einschränkendes, korrigierendes Element. Was wir haben, ist der wichtige Grund, der reicht uns völlig aus. Und deshalb können Sie im offenen Wortlaut alles kündigen, egal ob Gesetz oder auf Gesellschaftsvertrag beruht. Was brauchen wir dann? Wie bei jeder Kündigung brauchen wir eine Kündigungserklärung und das Gesetz sagt, wir brauchen einen wichtigen Grund, also beide klassische Elemente einer Kündigung. Die Kündigungserklärung, klar, ein Gestaltungsrecht, das erst mit dem Zugang als solch wirksam wird.
Und dann haben wir zwei kleine Besonderheiten, auf die wir kurz eingehen sollten. Das eine ist dann, dass ein Verzicht auf das Kündigungsrecht möglich ist im Grundsatz. Und dass wir die Frage haben, was passiert eigentlich bei einer Kündigung zur Unzeit. Dafür brauchen wir den Halbsatz 2. Der sagt uns, wir lesen den nochmal, die für den Auftrag geltende Vorschrift des 671 Absatz 2 und 3 findet entsprechende Anwendung. Was finden wir dort? Wir schauen zunächst in 671 Absatz 3, den wir entsprechend anwenden. Und wir versuchen ihn gleich entsprechend zu lesen und dann müsste es heißen, liegt ein wichtiger Grund vor, so ist der Gesellschafter oder der zur Geschäftsführung befugte Gesellschafter auch zur Kündigung der Geschäftsführung auch dann berechtigt, wenn er auf das Kündigungsrecht verzichtet hat. Was heißt das? Sie werden im ersten Moment jetzt der Meinung sein, es erscheint Ihnen nicht ganz stringent und logisch, weil der 671 Absatz 3 ja nur etwas regelt, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Aber wenn Sie zurückblättern in 712 Absatz 2, erster Halbsatz, dann brauchen wir ja sowieso einen wichtigen Grund. Das ist grundsätzlich richtig. Aber Sie müssen bedenken, dass die Vorschriften auch des 712 dispositives Recht sind. Sie können also zum Beispiel Ihre Kündigungsvoraussetzung abschwächen. Sie können dem Gesellschaftsvertrag schreiben, dass Sie halt eben keinen wichtigen Grund brauchen, sondern nur einen sachlichen Grund. Dann erleichtern Sie die Kündigung. Und dann können Sie das kombinieren damit, dass Sie aber jemandem, der Geschäftsführer der Gesellschaft wird, das Versprechen abnehmen, dass er zumindest für die Dauer von 2 Jahren auf sein Kündigungsrecht verzichtet, damit Sie eine gewisse Stabilität haben. Und für diesen Fall ist die Verweisung in den 671 Absatz 3 gedacht. Warum? Die ist so auszulegen, dass, wenn Sie auf Ihr Kündigungsrecht verzichtet haben, Sie also gar keins mehr haben, dann müssen wir diesen Verzicht wieder auslegen. Sie können jetzt die Frage sich stellen, auslegen? Wie? Der Verzicht ist doch eigentlich eindeutig. Ich verzichte auf mein Kündigungsrecht. Und wenn Sie nur 712 lesen, würden Sie sagen, das ist doch deutlich, er verzichtet auf das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund. Ja, aber der Gedanke ist ja der, auf Rechte aus wichtigem Grund, zum Beispiel das außerordentliche Kündigungsrecht, was Sie im Arbeitsrecht kennen, können Sie nicht verzichten. Und deshalb legen wir diese Erklärung aus, so wie uns 671 Absatz 3 das vorgibt. Wenn er sagt, selbst dann, wenn ich verzichte, verzichte ich nur auf alle anderen, gegebenenfalls vorhandenen Kündigungsmöglichkeiten. Zur Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bleibe ich aber berechtigt. Deshalb muss ich den Beispielsfall so bilden, dass wir im Gesellschaftsvertrag die Klausel haben, ich habe eine Abschwächung, ein sachlicher Grund reicht mir schon aus für das Kündigungsrecht. Ich erkläre den Verzicht aber darauf und jetzt bleibt es mir zulässig, aus wichtigem Grund gleichwohl meine Geschäftsführungsbefugnis zu kündigen. Das ist die Regelung mit dem 671 Absatz 3. Sie müssen vorher verstehen, dass eine abweichende Regelung von 712 Absatz 2 möglich ist. Und das Zweite, die zweite Sonderkonstellation, auf die wir eingehen, ist die Kündigung zur Unzeit. Und hier gibt es unterschiedliche Regelungen. Wir werden verwiesen, 712 Absatz 2, zweiter Halbsatz, auf 671 Absatz 2. Dort heißt es dann, ich versuche es gleich wieder entsprechend zu lesen, der Gesellschafter darf nur in der Art kündigen, also gemeint ist die Geschäftsführung, dass die übrigen Gesellschafter für die Besorgung der Geschäfte anderweitig Fürsorge treffen können,
Es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Satz 2. Kündigt der Gesellschafter die Geschäftsführung ohne einen solchen Grund zur Unzeit, also einen solchen, meint wichtigen Grund, so hat er den übrigen Gesellschaftern, schrägstrich der Gesellschaft, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Das ist gemacht. Was steht dahinter? Wir verweisen aus dem Gesellschaftsrecht hier auf eine Regelung aus dem Auftragsrecht. Und charakteristisch für das Auftragsrecht, was Sie auch häufig als Treuhandverhältnis bezeichnen können, ist eben, dass es eine Treuepflicht gibt des Beauftragten gegenüber dem Auftraggeber. Und so eine Treuepflicht haben wir auch im Verhältnis zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft. Was sagt uns das jetzt? Die erste Frage ist, ist eine Kündigung zur Unzeit unwirksam? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen. Und dafür sollten Sie in den Satz 2 schauen. Weil der Satz 2 Ihnen sagt, wenn ich ohne einen wichtigen Grund nach Satz 1 kündige, dann steht da nichts von unwirksam drin, sondern da steht nur drin, da muss ich Schadensersatz leisten. Und daraus können Sie entnehmen, dass die Kündigung eben gerade nicht unwirksam ist, wenn sie zur Unzeit erfolgt. Aber, jetzt können wir uns eine Frage stellen. Was ist eigentlich Grundlage dieser Schadensersatzpflicht? Ja, sie ist im Gesetz angeordnet, aber die Frage ist, warum? Weil ich mit der Kündigung zur Unzeit gegen meine Treuepflicht verstoße, es sei denn, und das ist das, was eigentlich in der Norm drin steht, ich habe einen wichtigen Grund. Wenn ein wichtiger Grund vorliegt, kann ich zur Unzeit kündigen, ohne Schadensersatz leisten zu müssen. Wenn Sie so wollen, exkulpiert mich der wichtige Grund quasi von der Verletzung der Treuepflicht. Also, Kündigung zur Unzeit? Möglich. Die Frage ist nur, habe ich eine Schadensersatzpflicht zu leisten? Verletze ich mit der Kündigung zur Unzeit meine Treuepflicht? Das ist der Schalter für den wichtigen Grund. Ja, der wichtige Grund ist der Schalter für die Frage der Verletzung der Treuepflicht, mit dem resultiert auch das Schadensersatz. Haben Sie Fragen dazu? Wichtig ist, dass Sie die dogmatische Grundlage dahinter verstehen. Dass es abgestellt wird auf die Treuepflicht, die wir sowohl im Auftragsrecht haben, als auch hier im Gesellschaft. Das sind unsere Besonderheiten bei der Kündigungserklärung, aber die Musik spielt eigentlich wieder beim wichtigen Grund. Wichtiger Grund, jetzt nur spiegelbildlich wieder zu verstehen. Es geht ja nicht darum, dass die Gesellschaft entzieht, von den übrigen Gesellschaften entziehen, sondern der Gesellschafter selbst liegt nieder. Aber um was geht es? Es geht jetzt deshalb darum, dass dem Gesellschafter selber als Entlastung die Geschäftsführung, die Fortführung der veränderten Geschäftsführung unzumutbar ist. Wir stellen jetzt also nicht auf die Gesellschaft ab, die geschützt wird vor einem Wiederholungsfall, oder vor einer absehbaren, nicht ordnungsgemäßen Geschäftsführung, sondern wir schützen jetzt den Gesellschafter davor, dass er weiterhin diese Belastung erdulden muss. Die Rechtsfolgen ansonsten entsprechen dann denen, die wir kennengelernt haben bei der Entziehung. Wir müssen also danach wieder differenzieren, was war die bisherige Ausgestaltung der Geschäftsführungsbefugnis, und zwar nur dann, wenn er der Einzige war. Dann fallen wir zurück auf die gesetzliche Regelung 709. Ansonsten subtrahieren wir quasi
den betroffenen Gesellschafter von denen, die zur Geschäftsführung befugt sind. Auch hier gilt eine gegenständliche beschränkte Kündigung, also kündigen nur für bestimmte Geschäfte, das ist unzulässig. Kündigung heißt ja, Gegenstand der Kündigung ist die Geschäftsführungsbefugnis als solche. Haben Sie dazu noch Fragen? Bitte. Was wäre denn ein Beispiel dafür, dass der Geschäftsführer kündigen könnte? Ein Beispiel dafür, dass er kündigen könnte, ist zum Beispiel die Tatsache, dass er krank ist. Er ist krank geworden und kann deshalb aufgrund eines längeren Krankenhausaufenthalts selber halt in die Geschäfte nicht mehr führen. Dann kann er sich dieser Obliegenheit, weil es ja nicht nur ein Recht, sondern auch eben eine Pflicht ist, kann er sich dann entziehen. Auch zum Wohle der Gesellschaft. Es wäre umgekehrt auch der Fall, dass Sie quasi als Gesellschaft selber tätig werden und auch entziehen könnten, wegen der Unfähigkeit. Also das zweite Regelbeispiel im Absatz 1. Dann hätten Sie hier eine Konstellation, in der Sie beides erfüllt hätten. Absatz 3. Ja, Absatz 3. Absatz 3 ist zwingendes Recht. Sie können auf Rechte aus wichtigem Grund nicht verzichten. Das ist ein Prinzip, was wir durchs ganze Schuldrecht durchhaben. Sie haben zwei Arten von Rechten, auf die Sie quasi nicht im Voraus verzichten können. Das sind einmal das sind es Ansprüche aus Vorsatz, 276 Absatz 3. Und zum anderen ist es halt eben die Situation, dass wir Rechte aus wichtigem Grund haben, typischerweise Kündigungsrecht, 314 oder so. 314 können Sie nicht verzichten. Das Einzige, was Sie machen können, Sie können es modellieren, indem Sie sagen, das sehen wir als Parteien als wichtigen Grund an und das sehen wir nicht als wichtigen Grund. Dann spricht man von Ausgestaltung. Sie sind aber haarscharf an der Frage des Ausschlusses und der Teilbeschränkung. Zulässig ist dieses Festlegen inhaltlich ausgestalten nur deshalb, weil wir halt da sagen, es ist eine Parteihoheit gegeben. Und wir berücksichtigen ja immer bei dem wichtigen Grund wieder die vertragliche Risikoverteilung. Und wenn Sie dann reinschreiben, das und das und das und Ihre Umstände sehen die Parteien nicht als wichtigen Grund an, dann haben wir eine Risikoverteilung, die die Kündigung bei Eintritt dieser Umstände ausschließt. Deshalb ist es technisch keine Abbedingung. Aber 671 Absatz 3 zwingt es weg. Ja. Das ist unser, was wir jetzt gesehen haben, ist unser gesamtes Innenverhältnis, unser Innenleben, was wir sowohl bei der Außengesellschaft haben, als auch bei der Innengesellschaft. Was wir jetzt wiederum nur bei der Außengesellschaft haben, ist die Konstellation, dass wir das Ganze auch im Fall der Stellvertretung umsetzen müssen. Stellen Sie sich also vor, ich hatte in der letzten Einheit das Beispiel gebildet, wir haben eine Gesellschaft, besteht aus drei Gesellschaftern, die im Innenverhältnis also zunächst einmal den Beschluss fassen, dass sie zur Erweiterung ihres Betriebs ein Grundstück erwerben wollen oder anmieten wollen, wenn sie finanziell nicht mit weitreichenden Folgen haben wollen. Und dann muss das Ganze im Außenverhältnis ja noch vollzogen werden. Sie brauchen das entsprechende Erwerbsgeschäft oder den entsprechenden Abschluss des Mietvertrags. Und dafür brauchen wir jetzt eben das Außengeschäft, das Geschäft im Außenverhältnis, also Mitwirkung für und gegen die Außengesellschaft. Und das Ganze bekommen wir eben durch die Stellvertretung. Warum? Weil unsere GbR als solche, als Personengesellschaft, nicht handlungsfähig ist. Sie kann selber nicht sprechen. Sie braucht jemanden, der für sie spricht. Deshalb brauchen wir an der Stelle einen Stellvertreter. Für die Stellvertretung gelten im Ausgangspunkt die normalen Regelungen so, wie Sie sie aus dem BGB-AT kennen, also 164 Folgen. Wir haben nur zwei kleine Besonderheiten. Wir müssen uns einmal darüber unterhalten, über das Thema Offenkundigkeit. Das ist aber nur ein Randthema inzwischen noch. Und was das Gesellschaftsrecht als solches regelt,
ist eigentlich nur die Vertretungsmacht. Die Abgabe einer eigenen Willenserklärung, klassisches Thema des BGB-AT, die Offenkundigkeit an sich auch ein Thema des BGB-AT, nur die Frage der Vertretungsmacht, da kennen Sie aus dem BGB-AT nur die Vollmacht, alles andere, zum Beispiel auch die gesetzliche Vertretungsmacht bei den Eltern für ihre minderjährigen Kinder, finden Sie im Familienrecht und erkennen daran, dass das Themen sind der jeweiligen Spezialmaterie. Also kommen wir zu unserem ersten Punkt, den das Gesellschaftsrecht mit beeinflusst, nämlich die Frage der Offenkundigkeit. Wir müssen also im Namen des Vertretenen handeln, sagt uns 164 Absatz 1, Satz 1. Und üblicherweise, wenn wir eine Stellvertretung haben, im Namen der Gesellschaft, eine Außengesellschaft also haben, wird im Namen dieser Gesellschaft gehandelt. Jetzt werfen wir einen Blick in das Gesetz, und zwar dort, wo das Gesetz selber im 714 die Vertretung regelt. Genau, Überschrift Vertretungsmacht. Und dort können wir jetzt über etwas stolpern. Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag die Befugnis zur Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten. Und das ist wieder diese Formulierung, über die wir uns schon mal unterhalten hatten, bei der Frage der Teilrechtsfähigkeit der Außengesellschaft. Die hatten wir in Vermögensfragen schon, im 718 zum Beispiel. Die haben wir jetzt im 714 wieder. Wer wird eigentlich vertreten? In wessen Namen handle ich? Im Namen der Gesellschaft oder im Namen der anderen Gesellschafter? Und wenn Sie sich nur mal gedanklich kurz zurückversetzen, in die Zeit, als Sie den Wortlaut ernst genommen haben, vor der Anerkennung der Teilrechtsfähigkeit der Außen-GbR, dann habe ich einen Zahlenfehler auf der Folie, weil es muss statt 715 714 heißen. Dann können Sie, und so hat es der BGH damals gemacht, den Wortlaut des 714 ernst nehmen, dann werden die anderen Gesellschafter vertreten und, wenn Sie zum Beispiel ein Verpflichtungsgeschäft haben, bei dem die Gesellschaft einen Gegenstand übertragen soll, dieser ja im Gesamthandsvermögen sich befindet, hatten Sie dann noch die Konstruktion, dass neben den Gesellschaftern, so wie es in 714 drin steht, auch noch die Gesamthand verpflichtet werden muss. Und das nannten wir deshalb Lehre von der Doppelverpflichtung. Sie verpflichten zum einen durch das Geschäft die übrigen Gesellschafter oder alle Gesellschafter, sich selbst auch. Und sie verpflichten die Gesamthand. Die Schwächen dieser Ansicht sind offensichtlich. Erstens, die Gesamthand können Sie gar nicht verpflichten oder berechtigen, also vertreten, weil sie ist nicht rechtsfähig. Das Zweite ist, Sie wollen alle Gesellschafter verpflichten, also sich selber auch. Das passt schon mit dem Wortlaut des 714 nicht zusammen, weil der spricht nur von den anderen Gesellschaftern. Wenn Sie aber den Wortlaut ernst nehmen würden, nur die anderen verpflichten würden, dann würden Sie sagen, ich selber als Gesellschafter bin gar nicht verpflichtet. Also müssen Sie sich selber auch verpflichten. Das passt aber wiederum mit dem Vertretungsrecht nicht zusammen. Weil wenn Sie Vertretungsmacht haben, verpflichten Sie doch gerade, wenn Sie im fremden Namen handeln, nicht sich selber, sondern nur die anderen. Und damit passt diese Lehre von der Doppelverpflichtung weder zum Stellvertretungsrecht noch zu dem, was wir im Gesellschaftsrecht haben. Die Lösung besteht darin, aus heutiger Sicht komplett schlicht, die BGB-Gesellschaft als Außengesellschaft in ihrer Teilrechtsfähigkeit anzuerkennen, mit der Konsequenz,
dass wir den Wortlaut des 714 entsprechend lesen müssen. Der passt nicht. 714 sagt, Vertretene sind die übrigen Gesellschafter. Und wir wissen, bei der Außen-GbR, die Gesellschaft selber ist rechtsfähig, wenn im Namen der Gesellschaft gehandelt wird, ist die Gesellschaft die entsprechend berechtigte und verpflichtete Person aus der Willensbildung. Das heißt also, Sie müssen den 714 korrigierend lesen, nämlich soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag die Befugnis zur Geschäftsführung zusteht, ist er im Zweifel auch ermächtigt, die, das können Sie noch hinzufügen, Außengesellschaft Dritten gegenüber zu vertreten. Das ist dann Ihre Regelung im 714. Die Folie korrigiere ich Ihnen selbstverständlich. Was hatte ich vorher übersprungen kurz mit der Einblendung? Sie wissen aus dem BGB AT 164 Absatz 1 Satz 2, Sie können ausdrücklich im fremden Namen handeln. Das werden Sie häufig tun, wenn Sie die Gesellschaft mit Ihrem Namen erwähnen. Sie müssen das aber nicht tun. Vollkommen ausreichend ist, wenn es sich aus den Umständen ergibt, dass Sie im Namen eines anderen handeln. Und dann sprechen wir vom sogenannten unternehmensbezogenen Geschäft. Können Sie vor allem von ausgehen, wenn Sie einen kleinen Kiosk zum Beispiel betreiben und Waren über den Ladentisch streichen, dann ist das ein solches, was sich aus den Umständen ergibt. Und wir sprechen dann von dem unternehmensbezogenen Geschäft, was uns für die Offenkundigkeit ausreicht. Und dann kommen wir zum Punkt der Vertretungsmacht. Und das ist das, was nun eigentlich unser Gesellschaftsrecht regelt. Aber das regelt es nicht abschließend. Das heißt, neben dem, was wir gerade schon gelesen haben im 714, bleibt die Möglichkeit erhalten, dass wir ganz normal eine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht, also eine Vollmacht, erteilen. Es gelten insoweit auch natürlich die normalen BGB-AT-Regeln. Aber bei der BGB-Gesellschaft auch nur diese BGB-AT-Regelungen, die handelsrechtlichen Vollmachten, also die Prokura und die Handlungsvollmacht, die kann ich als BGB-Gesellschaft nicht erteilen, weil ich eben kein Kaufmann bin, kein Handelsgewerbe betreibe, sondern das kann ich nur tun, wenn ich OHG oder KG. Insoweit keine Einschränkung durch das Gesellschaftsrecht. Was wir aber im Gesellschaftsrecht regeln, ist die sogenannte organschaftliche Vertretung. Was hat es damit auf sich? Wir hatten gesehen, 714. Der enthält aber, das ist das Zweite, was auffällt, neben dieser Formulierung, die anderen Gesellschafter werden vertreten. Eine sehr defensive Regelung, denn er sagt, nur im Zweifel soll das gehen. Heißt also, wenn sich nicht im Gesellschaftsvertrag etwas anderes befindet. Dann, und das ist eine Verknüpfung, die 714 herstellt, dann spiegeln wir die Geschäftsführungsbefugnis aus dem Innenverhältnis in das Außenverhältnis. Das würde bedeuten also, wenn wir im gesetzlichen Regelfall bleiben, dass wir Gesamtgeschäftsführungsbefugnis nur haben, aller Gemeinschaften, dass wir auch nur eine Gesamtvertretung nach außen haben. Sie erahnen schon, dass genau diese Gesamtvertretung nach außen genauso lästig ist, wie die Gesamtgeschäftsführung im Innenverhältnis. Und dementsprechend ist die Konsequenz natürlich wieder, so unattraktiv die Regelung ist, dass wir eine abweichende Vereinbarung in den Gesellschaftsvertrag aufnehmen. Was können wir tun? Naja, wir können halt eben das Ganze entkoppeln, also diese Zweifelsregelung, die Spiegelung herbeiführt, auflösen und eine eigenständige Regelung
zur Stellvertretung treffen. Das ist auch der absolute praktische Regelfall. Sie finden quasi in allen Formularhandbüchern finden Sie Gesellschaftsvertragsmuster, in denen Sie getrennte Regelungen haben, immer eigentlich abweicht von 709, 714, sowohl zur Geschäftsführungsbefugnis als auch zur Vertretungsmacht. Es kann jetzt mal den Fall geben, das gibt es vor allem bei so spontan gegründeten Gesellschaften, wo die Personen manchmal sich keine großen Gedanken darüber gemacht haben, das Ganze mündlich gegründet haben und haben keine abweichende Regelung getroffen haben von 709, 714, dann müssen sie zumindest übergangsweise mal mit dieser Regelung leben. Was können sie dann aber tun, um das Ganze trotzdem erträglich zu machen? Wenn sie sämtliche Personen im Außenverhältnis haben, sie haben Gesamtgeschäftsführungsbefugnis und Gesamtvertretung, dann können sie aus dieser Gesamtvertretung, das nach außen aller mitwirken müssen an der Willenserklärung, können Sie entkommen, indem Sie eine Ermächtigung, eine Einzelermächtigung aussprechen. Das kommt der zweite Punkt, komme ich gleich zu. Diese Einzelermächtigung ist ein wunderbares Instrument, die nicht nur hier gilt, sondern die kennen Sie auch an anderer Stelle, nämlich 1626, 1629, die Eheeltern gemeinschaftlich. Und Sie kennen dort die Situation auch, dass die Eltern meistens nicht gemeinschaftlich auftreten, sondern sich vorher absprechen und dann einer den anderen halt eben ermächtigt, das Abgesprochene nach außen zu kommunizieren. So geht es auch hier. Sie müssen also nicht alle nach außen auftreten, sondern Sie können auch diese Einzelermächtigung aussprechen. Das ist die grundsätzliche Konstellation. Und jetzt haben wir getrennt Innenverhältnis und Außenverhältnis. Und jetzt stellen Sie sich die Situation vor, Sie haben im Innenverhältnis die Konstellation, dass Sie eine Geschäftsführungsentscheidung getroffen haben, aber Sie haben einen Widerspruch. 711 Satz 1. Ein zur Geschäftsführung befugter Gesellschafter hat dem widersprochen. Jetzt ist die Frage, was folgt daraus? Wenn Sie sich an unsere Einheit 3 zurückerinnern, dann haben wir gesagt, folgt daraus eine Unterlassungspflicht. Das Geschäft, dem widersprochen worden ist, ist zu unterlassen. Jetzt wird das Geschäft aber trotzdem vollzogen. Dann ist für Sie eine Sache ziemlich klar, dass diese Unterlassungspflicht verletzt ist. Ja. Und wenn das schuldhaft passiert, dann ist das Ganze auch mit einer Schadensersatzpflicht sanktioniert. Aber hat das auch eine Wirkung, eine Rechtswirkung im Außenverhältnis? Also die Frage, entfällt damit, wenn ich mich über einen Widerspruch hinwegsetze, entfällt damit die Vertretungsmacht im Außenverhältnis? Ist dieser Widerspruch und dieses Hinwegsetzen über die Unterlassungspflicht also nur ein Thema, was nur das Innenverhältnis der Gesellschaft da betrifft? Oder wirkt das auch ins Außenverhältnis hinein mit der Konsequenz, dass vielleicht der Geschäftspartner, der auf die Vertretungsmacht vertraut hat, benachteiligt wird, dass er das Geschäft nicht mit seinem intervierten Vertragspartner? Und hier ist es wichtig, dass Sie sauber zwischen Innen- und Außenverhältnis trennen. Der Widerspruch betrifft die Geschäftsführungsbefugnis. Er steht nicht bei der Vertretungsmacht. Die Konsequenz lautet, er betrifft auch nur das Innenverhältnis, begründet nur die Pflicht im Innenverhältnis und lässt aber die Vertretungsmacht vollkommen unberührt. Warum? Weil es nur ein Thema im Innenverhältnis der Gesellschafter ist, was für den Dritten als Geschäftspartner der Gesellschaft nicht erkennbar ist. Sein Vertrauen muss geschützt werden und deshalb wirkt der Widerspruch nur im Innenverhältnis. Die Vertretungsmacht bleibt davon unberührt.
Das ist wichtig. Sie müssen Innen- und Außenverhältnis komplett trennen. Das ist das eine. Und das zweite bezieht sich auf diese Einzelermächtigung, die wir haben können. Das ist aber nur eine Kleinigkeit. Die Frage ist, wenn Sie diese Einzelermächtigung haben, also Sie haben als Ausgangskonstellation eine Gesamtvertretung, die ist Ihnen aber zu schwerfällig, deshalb erteilen Sie eine Einzelermächtigung für eine einzelne Person. Und jetzt ist die Frage, können Sie das so tun und sagen, Einzelermächtigung als Generalermächtigung für alle denkbaren Fälle? Oder müssen Sie die irgendwie auf einen Einzelfall gegebenenfalls zuschneiden? Und das ist an der Stelle umstritten. Die Literatur befürwortet in Anlehnung an das Aktienrecht, 78 Absatz 4, das ist die Vertretungsregelung für den Vorstand im Aktienrecht, dass Sie es beschränken müssen, zumindest auf eine bestimmte Art von Geschäft oder bestimmte einzelne Geschäfte. Der BGH überträgt diese Regelung aus dem Aktienrecht nicht auf das Personengesellschaftsrecht und sagt, wir sind hier in einem Bereich, der charakterisiert ist vom dispositiven Recht. Das Aktienrecht ist per se zwingendes Recht und deshalb ist hier die Einzelermächtigung auch als Generaleinzelermächtigung ohne eine gegenständliche Beschränkung zulässig. Ist ein Streitpunkt, aber nur am Rande. Das heißt, im Vergleich zu der Geschäftsführung ist Ihre Regelung mal zur Stellvertretung mit 714 sehr knapp ausgefallen. Weil wir einfach nur, so zumindest die gesetzliche Regelungstechnik, auf die Geschäftsführung zurückgreifen, es sei denn, Sie regeln was vollständig eigen. Was wir aber noch sehen, und das hat jetzt eine gewisse Verknüpfung, ist dann wieder die Frage der Entziehung. Wir können auch die Vertretungsmacht entziehen. Und dafür regelt uns 715 zwei voneinander zu unterscheidende Konstellationen. Es heißt dort, ist im Gesellschaftsvertrag ein Gesellschafter ermächtigt, die anderen Gesellschafter Dritten gegenüber zu vertreten. Sie wissen, wir sind im Außenverhältnis. Wir lesen also quasi entsprechend, nämlich so, dass es nicht heißt, die anderen Gesellschafter, sondern die Gesellschaft Dritten gegenüber zu vertreten. So kann die Vertretungsmacht nur nach Maßgabe des 712 Absatz 1, jetzt können wir überspringen, entzogen werden. Das ist die erste Alternative. Die zweite Alternative heißt, so kann die Vertretungsmacht, wenn sie in Verbindung mit der Befugnis zur Geschäftsführung erteilt worden ist, nur mit dieser entzogen werden. Also, was sehen wir daraus? Im Umkehrschluss zu der zweiten Alternative ist die erste eine solche, wo wir jemanden haben, der vertretungsberechtigt ist, aber nicht zur Geschäftsführung befugt. Das ist eine Sonderkonstellation, die ziemlich atypisch ist. Was brauchen wir dann für die Entziehung dieser isolierten Vertretungsmacht? Eine entsprechende Anwendung von 712 heißt also ein Beschluss und einen wichtigen Grund. Die zweite Konstellation ist die, dass ich sowohl, das ist der Regelfall des 714, dass ich sowohl zur Geschäftsführung als auch zur Stellvertretung der GbR befugt bin. Und dann sagt mir 715 in der zweiten Alternative, dann kann die Vertretung nur mit der Geschäftsführungsbefugnis entzogen werden. Das heißt, Sie fassen nicht zwei Beschlüsse, einen Beschluss über die Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis, einen Beschluss über die Entziehung der Stellvertretung, sondern Sie entziehen in Kombination in einem Beschluss, der Tagesordnungspunkt würde dann heißen, Beschlussfassung über die Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis und der Vertretungsbefugnis.
den Fall, wo sie im Gesellschaftsvertrag die Ermächtigung haben zur Stellvertretung. Sie lesen mit mir ganz am Anfang im 715, ist im Gesellschaftsvertrag ein Gesellschafter ermächtigt. Sie können sich aber auch noch den Fall denken, dass sie gar keine gesellschaftsvertragliche Regelung haben. Also schlicht zurückfallen auf 709, 714. Eine Kraftgesetzes bestehende Geschäftsführungsbefugnis und in Kombination die daraus folgende, nach 714, Vertretungsmacht. Würde was bedeuten jetzt? Wie entziehe ich die Vertretungsmacht? Nicht isoliert nach 715, sondern anknüpfend an die Geschäftsführungsbefugnis. Ich entziehe die Geschäftsführungsbefugnis. Und wenn ich dann 714 in Kraft lasse, der mir sagt, diejenigen, die zur Geschäftsführung befugt sind, vertreten die Gesellschaft, und ich nehme die Person aus der Geschäftsführung heraus, dann ist die Konsequenz, dass jetzt diese Person auch nicht mehr zur Vertretung der Gesellschaft befugt ist. Entsprechend wichtig ist an dieser Stelle zum Verständnis der Automatismus vom 714 und dass Sie sich im 715 am Anfang die Worte unterstreichen im Gesellschaftsvertrag. Daraus folgt es wieder. Wenn wir die gesetzliche Regelung haben, brauchen wir nur den Beschluss über die Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis mit der Konsequenz, dass dann auch automatisch die Vertretungsmacht auf 714 entfällt. Haben Sie dazu noch Fragen? Dann gehen wir den Schritt weiter und schauen, was es mit der sogenannten Actio pro Socio aussieht. Dafür müssen wir zwei Punkte vorweg verstehen. Das eine ist, es gibt sogenannte Sozialansprüche. Die nennen wir so Ansprüche und Verbindlichkeiten. Das sind die, die typischerweise auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhen, also im Vertrag ausgeprägt sind oder aus der Treuepflicht beruhen und Ansprüche im Verhältnis sind zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft. Und je nachdem, von welcher Seite Sie draufschauen, sind es soziale Ansprüche oder Sozialverbindlichkeiten. Was gehört zum Beispiel dazu? Naja, es gehört dazu, was wir in jedem Gesellschaftsvertrag brauchen, eigentlich mal Beiträge. Die Leistung der fälligen Beiträge ist eine Sozialverbindlichkeit des Gesellschafters und ein Sozialanspruch der Gesellschaft. Gleiches gilt zum Beispiel, wenn ich als Gesellschafter Aufwendungen getätigt habe für die Gesellschaft, dann habe ich einen Erstattungsanspruch. Im OHG-Recht 110, im BGB greifen wir zurück auf 670, weil er wieder aus dem Treueverhältnis kommt. Auch das fällt also darunter. Und jetzt stellen Sie sich folgende Konstellation vor, die soll Ihnen die Actio pro Socio klären, zumindest erklären, um was es geht. Es geht nämlich um ein gewisses Dilemma. Ja? Wenn eine Gesellschaft besteht aus A, B und C, A hat einen fälligen Beitrag nicht geleistet, B, der eigentlich zur Geschäftsführung befugt ist und diesen Beitrag eintreiben müsste, ist aber ein sehr guter Freund von A und möchte ihn etwas schonen. C ist allerdings der Meinung, die Gesellschaft ist auf diesen Beitrag angewiesen und möchte ihn gerne einfordern. Er hat nur das Problem, er ist weder geschäftsführungsbefugt noch vertretungsbefugt. Kann C also trotz dieses Mangels an Geschäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht trotzdem jetzt diesen Beitrag von A einfordert. Er ist ja Gesellschafter, aber eben nur Gesellschafter, nicht vertretungsbefugt, nicht geschäftsbefugt. Der Punkt, warum wir uns darüber unterhalten, ist, natürlich, und das ist vollkommen klar, wird C niemals die Leistung dieses Beitrags, der materielle Anspruch steht ja der Gesellschaft zu, niemals Leistung an sich selbst verlangen können. Sondern er wird immer nur Leistung des Beitrags von A an die Gesellschaft verlangen können. Die Frage ist nur, irgendwer muss doch diesen Anspruch geltend machen.
Da ist nur die Frage, kann das ziehen? Warum heißt das Ganze jetzt Actio pro Socio? Actio ist klar, das ist für Sie zum Übersetzen, es geht nur um die Aktion, um die Klageart. Pro Socio ist also das Eintreiben von Sozialverbindlichkeiten für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Und Sie erkennen an der Bezeichnung schon, dass das Ganze einen Ursprung im römischen Recht hat. Und als solche wurde damals die Klage bezeichnet auf Abrechnung und Gewinnverteilung. Wenn die Gesellschaft aufgelöst wird, mussten alle Geschäfte quasi abgerechnet werden und ein vorhandener Gewinn ist dann unter den Gesellschaften verteilt worden. Und da gab es halt die Möglichkeit, dass wenn der geschäftsführende Gesellschafter das nicht getan hat, dass sie dann als anderer Gesellschafter dafür auch geklagt haben. Wir haben uns im deutschen Rechtssystem von diesem klagespezifischen Zuschnitt aus dem römischen Recht gelöst, und haben dieses aber gar nicht übernommen. Wir haben also nicht nur dieses Format, in dem das römische Recht war, nicht übernommen, sondern wir haben auch quasi keine materiell-rechtliche Regelung dafür in das BGB aufgenommen. Sie kennen sowas, wo es aufgenommen worden ist, kennen Sie 812 folgende BGB, das gesamte Recht unserer ungerechtfertigten Bereicherung, war früher in Conditionis gekleidet, also Konditionsansprüche, das kennen Sie heute noch als Begriff. Auch das war ursprünglich im deutschen Recht Klagen, spezielle Klagen, die wir übernommen haben in materiell-rechtliche Ansprüche. Mit der Actio pro Socio ist nichts dergleichen was. Und jetzt ist die Frage, was können wir trotzdem tun? Man ist sich darüber einig, dass wir uns aus diesem Dilemma, was das Beispiel Ihnen zeigt, durch die sogenannte Actio pro Socio als ungeschriebenes Rechtsgrundsatz befreien können. Deshalb über das Ob streiten wir nicht. Es gibt eine Actio pro Socio. Aber die Frage ist, wie ordnen wir es eigentlich rechtlich ein? Das ist eigentlich häufig die Frage, wenn Sie etwas nicht im geschriebenen Recht haben. Und die Kernfrage lautet dabei, ist es ein eigenes Recht jedes Gesellschafters, auch derjenigen, die nicht geschäftsführungsbefugt und zur Stellvertretung befugt sind, oder machen sie ein fremdes Recht geltend, nämlich einen Anspruch der GBR? Das ist die entscheidende Frage. Warum ist diese Frage so wichtig? Weil sie sowohl auf die Zulässigkeit der Klage sich auswirkt, als auch auf die Fragen der Begründung. Ich will Ihnen, bevor wir die einzelnen Auswirkungen uns kurz anschauen, noch sagen, was die wesentlichen Standpunkte sind. Die herrschende Lehre steht auf dem Standpunkt, dass ich ausschließlich ein fremdes Recht geltend mache. Das ist also eine sehr stark materiell rechtorientierte Sichtweise. Gläubiger des Anspruchs sei ausschließlich die Gesellschaft. Und wenn ein Gesellschafter das geltend machen wolle, sei es für ihn ein fremdes Recht, er agiere deshalb also in einer Prozessstaatschaft. Die Rechtsprechung sieht es etwas anders. Das ist eher so diesem klassischen römisch-rechtlichen Gedanken verhaftet, nämlich dass sie sagt, es ist natürlich ein Anspruch der Gesellschaft, klar, aber es ist auch ein Recht jedes Gesellschafter. Wir übernehmen also diese Actio pro Socio als Klageart in das materielle Recht und nehmen daraus ein materielles Recht jedes einzelnen Gesellschafters. Jeder ist quasi subsidiär befugt, die Sozialansprüche der Gesellschaft geltend zu machen, als eigenes Recht. Wo können Sie das hernehmen? Wenn Sie in 705 BGB schauen, dann heißt es, die Gesellschafter verpflichten sich im Gesellschaftsvertrag gegenseitig den gemeinsamen Zweck zu fördern. Diese gegenseitige Verpflichtung begründet eben auch die Treuepflicht, weil auch das eine Förderung ist. Und dann ist es auch ein Recht jedes Gesellschafters, den anderen darauf in Anspruch zu nehmen, nur eben mit dem Inhalt nicht an sich zu leisten, sondern an die Gesellschaft.
diese unterschiedlichen Standpunkte nun aus? Naja, zum einen in der prozessualen Zulässigkeit einer Klage geht es um die Frage der Prozessführungsbefugnis. Die Literatur stellt hier dann darauf ab, weil sie sagt, es ist kein eigenes Recht, sondern es ist ein fremdes Recht, was ich geltend mache. Und das darf ich nur im Wege der Prozessstandschaft ausnahmsweise, nämlich wenn ich als Kläger nachweise, dass der vertretungsbefugte Gesellschafter untätig bleiben muss. Also eine Prognoseentscheidung in die Zukunft. Der Beweis ist schwierig, weil ich muss etwas Zukünftiges beweisen. Hinreichende Indizien dafür, dass in der Zukunft etwas unterlassen wird. Die Rechtsprechung macht es sich einfacher, weil wenn Sie glauben, es ist ein eigenes materielles Recht, was subsidiär besteht, dann müssen Sie nur diese Subsidiarität darlegen zur Klagebefugnis und sagen, das eigene Recht darf ich auch dann geltend machen, wenn ich den anderen vorher erfolglos aufgefordert habe. Und der untätig geblieben ist. Sie müssen also jetzt nur etwas beweisen, was in der Vergangenheit liegt, zum Beispiel einen schriftlichen Brief, in dem Sie jemanden aufgefordert haben, und dann einen entsprechenden Zeitablauf mit Untätigkeit. Kein Prognoseelement. Der zweite Punkt in der Zulässigkeit, wo sich die Unterschiede auswirken können, ist die Frage der anderweitigen Rechtshängigkeit. Sie können sich die Konstellation vorstellen, dass jetzt auch, wenn wir nicht den Fall nur bilden mit A, B und C, sondern Sie nehmen D dazu, dass auch D jetzt den Sozialanspruch geltend macht. Oder dass die Gesellschaft vertreten durch D, wenn es ein weiterer geschäftsführungsbefugter Gesellschaft ist, der auch zur Vertretung bemächtigt ist, dass jetzt die Gesellschaft Klage erhebt. Also zuerst war die Klage des Gesellschafters anhängig, unseres C, danach wird die Klage anhängig der Gesellschaft selber vertreten durch D. Die Frage ist, ist diese zweite Klage jetzt unzulässig, weil sie denselben Streitgegenstand hat? Die Literatur würde sagen, naja, die Klage der GBA, so wie anderer Gesellschafter, wäre ein anderer Streitgegenstand. Die Rechtsprechung hingegen käme zu dem Ergebnis eigenes Recht, aber es ist ja nur ein subsidiäres Recht. Und deshalb würde es bedeuten, dass die zweite Klage unzulässig wäre. Sie nehmen aus dem Ganzen, wie ich das darstelle, schon raus, ich neige relativ stark dem zu, was die Rechtsprechung betrifft. Meines Erachtens ist die Actio pro Socio in der Treuepflicht, war ein Bestandteil der Treuepflicht, ein Recht, was daraus entsteht, als subsidiäres Recht, das geltend zu machen. Mit der Konsequenz, wenn ein Gesellschafter das betreibt, weil er nur Leistung an die Gesellschaft verlangen kann, dann können es die anderen nicht auch noch gleichzeitig machen. Weil wir haben dann eine Klage, die auf einen Titel wirkt. Der letzte Punkt ist dann die Frage, wie gehen wir bei der Begründetheit der Klage damit um, soweit stimmen alle wieder überein, klar ist, da es ein Anspruch ist, der geltend gemacht wird, also nicht die Actio pro Socio als solche, sondern der Anspruch, der mittels der Actio pro Socio geltend gemacht wird, der Gesellschaft zusteht, dann muss auch geklagt werden auf Leistung an die Gesellschaft. Das ist klar. Das andere, was noch hinzukommt, ist die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit der Verfügungsbefugnis der Gesellschaft? Das ist ein Punkt, der prozessual etwas heikel werden kann. Die Gesellschaft bleibt ja, wenn sie die Actio pro Socio geltend machen, weiterhin befugt, über diesen Anspruch zu disponieren. Sie bleibt Anspruchsinhaber, der geht nicht über auf den Gesellschafter, der ihn gilt. Das heißt aber auch, die Gesellschaft hat die Hoheit, ihre Klage als Actio pro Socio Kläger unzulässig zu machen. Zum Beispiel dadurch, dass sie auf den Anspruch verzichtet, dass sie den Anspruch alleine nur stundet, dass er noch nicht fällig ist, dann ist ihre Klage
Zwar ist der Anspruch, den Sie geltend machen, wegen der Aktion pro Sozio 2 entstanden und nicht erloschen, aber noch nicht durchsetzt. Und damit wäre Ihre Klage derzeit unbegründet. Und damit kann es passieren, dass die Gesellschaft Ihrer Klage den Boden entzieht. Und wenn das Ganze nach Rechtshängigkeit passiert, dann sprechen wir davon von einem prozessual erledigenden Ereignis. Und dann schließt daran wieder die Frage an, können Sie einseitig vielleicht für erledigt erklären, kommen Sie zu einer übereinstimmenden Erledigterklärung. Das sind dann prozessuale Folgefragen. Wichtig für Sie ist, dass Sie mitnehmen, die Actio pro Sozio ist kein Übergang der Forderung. Wenn ich den anderen erfolglos aufgefordert habe, den Anspruch geltend zu machen, geht der Anspruch nicht auf mich über, sondern ich mache den Anspruch geltend, obwohl der Inhaber des Anspruchs die Gesellschaft bleibt. Die Frage ist nur, ob diese Actio pro Sozio ein eigenes Recht für mich ist, fremde Ansprüche geltend zu machen. Oder ob ich es komplett fremd ableite. Sie haben hier eine sehr schöne Verknüpfung zwischen dem Prozessrecht auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen dem materiellen Recht, die aber immer eine Reihe von Fragen aufwirft und hier sehr klar daraus resultiert, dass wir halt eben das ursprüngliche Regelungsregime, was wir halt eben im römischen Recht hatten, was prozessual orientiert war, nicht wirklich aufgelöst haben, ins materielle Recht übernommen. Daher ergeben sich genau diese Spannungsfelder. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen dazu? Bitte. Für mich ist es noch nicht ganz klar, wenn es jetzt bei der Anhänglichkeit bei Gericht, je nachdem, wenn er sich da. Bei der Anhängigkeit? Also bei der Rechtshängigkeit. Bei dem Punkt? Genau. Sie müssen ja denselben Streitgegenstand haben. Damit die, also Sie haben eine Klage, Sie selber als Gesellschafter, in meinem Beispielsfall C, reichen die Klage ein. Jetzt schließt danach, es gibt einen Gesellschafter, der dazukommt, oder nehmen wir den B an der Stelle, das war der, der bis dahin untätig war, der erhebt jetzt nachträglich, nachdem Sie tätig geworden sind, Klage im Namen der GbR und möchte den Beitrag einziehen. Jetzt haben wir zwei Klagen, die auf das gleiche Ziel gerichtet sind. Jetzt ist die Frage, wie verhalten die beiden sich zueinander? Und als prozessuale Regelung statuiert 261 Absatz 3 Nummer 1 ZPO die Regel und sagt, wenn eine Sache rechtssicher ist, dann ist eine spätere rechtshängige Sache unzulässig, weil wir wollen nur einmal, dass darüber entschieden wird. Das gilt aber nur, wenn Sie natürlich denselben Streitgegenstand haben. Und derselbe Streitgegenstand wird bestimmt durch den Lebenssachverhalt. Und jetzt könnten Sie einmal sagen, wir haben denselben Streitgegenstand, weil es geht immer um den Sozialanspruch. Anspruch der GbR gegen den Gesellschafter auf Leistung des Beitrags. Sie können aber auch, oder könnten so argumentieren, dass Sie sagen, es geht nicht nur darum, sondern in der Klage des C kommt ja noch hinzu, dass er nicht geschäftsführungsbefugt ist, nicht vertretungsbefugt ist, und deshalb diesen Sozialanspruch im Wege der Actio pro Sozio geltend macht. Die wertende Frage dahinter ist jetzt, führt das dazu, dass es ein anderer Streitgegenstand ist? Und die Rechtsprechung sagt an der Stelle nein, weil es geht doch immer nur darum, dass Leistung von dem Gesellschafter an die Gesellschaft gefordert wird. Die Rechtsprechung ignoriert also quasi dieses zusätzliche eigene Recht der Actio pro Sozio und sagt, es ist bildlich gesprochen nur die Krücke der Durchsetzung für den Sozialanspruch. Deshalb können wir das ausblenden. Die Literaturmeinung sagt, nein, es ist ein anderer Streitgegenstand. Nicht deshalb, weil es ein eigenes Recht ist, sondern weil der Anspruch einmal von dem materiellen Inhaber geltend gemacht wird, und einmal von einer Person, die nicht der materielle Inhaber ist. Und so komme ich zu dem Ergebnis, dass es ein anderer Streitgegenstand ist. Das kriegen Sie aber nur mit einer wertenden Betrachtung hin. Also die Frage, wie berücksichtigen Sie diese Actio pro Sozio?
Die Literatur führt als Argument dafür an, dass es unterschiedliche Streitgegenstände sind, weil sie unterschiedliche Titel bekommen. Der Vollstreckungstitel wird ja einmal ausgestellt zugunsten von C und beim anderen wird er ausgeführt zugunsten der GbR. Damit haben Sie zwei Titel, die im Ergebnis nur einmal geltend gemacht werden können, weil wenn die Leistung an die GbR bracht, ist es vorbei. Dann müssten Sie sich aber wieder gegen den zweiten Titel zur Wehr setzen, weil Sie hätten dann ein Vollstreckungshindernis. 775, ich glaube Nummer 3 ist es. ZBO. Die Literatur, die Rechtsprechung geht eben aus dem Weg, es ist ein pragmatisches Argument, weil Sie sagen, wenn der C die Sache durchgeklagt hat und seine Aktio pro Socio geltend gemacht hat, dann wird er auch vollstrecken. Zugunsten der GbR. Er wird nicht diesen Titel irgendwo zu Hause hinlegen und sagen, ich habe einen wahnsinnig tollen Prozess errungen, sondern er wird diesen Titel auch durchsetzen. Deshalb haben wir kein Bedürfnis für einen zweiten Titel. Das ist die Sichtweise der Rechtsprechung. Weitere Fragen? Dann kann ich Ihnen noch zwei Lesehinweise mit auf den Weg geben. Das sind zwei BGH-Entscheidungen, die es sich lohnt zu lesen zur Actio pro Socio. Die werden Sie nämlich nicht nur bei der BGB-Gesellschaft haben, sondern die haben wir bei allen Gesellschaftsformen durch die Bank. Ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche zur gleichen Zeit wieder.